Heute, ihr Lieben, gibt's was Hartes. Ich habe hier den Graphit-Rum aus dem Hause Penninger. Das ist eine deutsche Produktion und den schauen wir uns jetzt mal an. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf meinem Kanal Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Wenn euch gefällt, was ich hier so mache, dann vergesst nicht zu abonnieren. Ehrlich gesagt bin ich auf die Flasche zufällig gestoßen und mir gefiel die Geschichte dahinter, denn es handelt sich um einen deutschen Blend, der aus dem Hause Penninger kommt. Das ist eine alte deutsche Hausbrennerei von 1905 und ist traditionell immer noch in Familienbesitz. Sie haben 60 Angestellte und repräsentieren die bayerische Lebensart. Stefan Penninger hat 1950 die Graphitbergwerke in Hauzenberg-Kropfmühl beliefert und die Brennerei steht tatsächlich auf diesem Stollen und seit der Zeit ist halt tatsächlich dieser Graphitrum in aller Munde sozusagen. Es war dann wohl kurz eingeschlafen, das Ganze, und Stefan Penninger der Fünfte lässt halt dieses Rumblending nun noch einmal wieder neu aufleben und die ganze Tradition dahinter nochmal neu auflegen. Beim Graphitrum handelt es sich um einen hocharomatischen Jamaika-Rum, einen sogenannten Sipping-Rum, denn er ist dafür kreiert worden, dass man ihn pur trinkt und halt nicht mischt. Und der Geschmack ist eine Mischung aus einem sehr fruchtigen Aroma und halt sehr schwerem Jamaika-Rum. Da ist eine starke Würze mit dabei, denn der Blend kommt aus Barbados, aus Guyana, aus Trinidad, aus Jamaika, Panama und der Dominikanischen Republik. Und da ist halt wirklich eine schöne Mischung aus leichter Frucht und wirklich schwerer Würze des Jamaika-Rums. Die Farbe ist Gold, lasst euch dadurch nicht irritieren, denn es wird bei Rum sehr viel mit Zuckercouleur gearbeitet und der hier ist halt nicht eingefärbt, sondern ich würde sagen, so wie er aus dem Fass kommt. Die Flasche ist ganz hübsch, man sieht vorne einen Bergbauarbeiter und auch gleich den Hinweis, dass es sich um einen Rum handelt, der aus Bayern kommt, ein Bavarian Blend. Und dann sehen wir halt hier noch die Geschichte, das ist komplett einmal aufgeführt, worum es sich bei Penninger handelt und auch was der Rum halt tatsächlich für eine Geschichte hat. Dann ist der Hinweis darauf, dass es ein schwerer Rum ist, der nicht gezuckert und nicht gefärbt wurde, was ich gerade erzählt habe mit dem Zuckercouleur, das ist halt hier tatsächlich so. Sogar beworben, dass er nicht extra eingefärbt ist. Dann sehen wir hier auf der Seite noch eine Lore, die höchstwahrscheinlich Graphit geladen hat. Und auf der Schulter des Bergbauarbeiters hier einen Kanarienvogel. Denn das war ja damals Tradition, dass Vögel mit in den Stollen genommen wurden. Denn wenn der Kanarienvogel plötzlich aufhört zu singen oder tot am Boden liegt, dann hieß es raus, sofort. Und deswegen waren tatsächlich in diesen Stollen immer Vögel dabei. Jetzt aber genug vom Rum erzählt, probieren wir doch mal, wie er schmeckt. Und bevor wir probieren, wie er schmeckt, prüfen wir erstmal die Nase. Boah, das riecht echt gut. Man riecht diese typischen Noten von Jamaika rum, kombiniert mit Apfel, Honig, Melone und etwas Pflaume. Das sind dann eher so diese leichten, fruchtigen Noten dabei. Also riecht wirklich sehr voluminös und steigt auch ziemlich in die Nase, muss ich sagen. Aber riecht echt gut. Echt lecker. Es ist, also diese Melone zieht sich tatsächlich durch. Das ist im Gaumen hier hinten, ist das der Gaumen? Nein, hier hinten auf jeden Fall schmeckt es sehr fruchtig. Es hat so eine Note von Kokosnuss und auch Karamell, so mit so einem Hauch von Räucheraroma. Absolut fruchtig, ein klein bisschen sprittig, wie ich sage, also steigt hinten in die Nase, aber es ist wirklich angenehm und es hat die geballte Aromenpower von Jamaika rum. Das ist wirklich ein schöner Tropfen und in Deutschland produziert, beziehungsweise im Ausland, aus dem Ausland importiert, aber dann in Deutschland geblendet. Wenn ihr also irgendwas Ausgefallenes sucht, was eure Freunde vielleicht noch nicht kennen, kann ich euch den hier auf jeden Fall empfehlen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Nüchtern bleiben. Prost!